Ja, punkto Pyrotechnik verkehrte Welt, was die Rapidkurve kann, das ist auch für die Sturmfans offensichtlich kein Problem. Belgalische Feuer, Anzeige folgt. Die Rapid-Fans heute großteils diszipliniert. Einer bei Rapid immer besonders locker, Top-Torjäger Robert Beric. Und er ist auch gleich nach wenigen Sekunden im Mittelpunkt. Hier schneller Einwurf von Kainz Beric auf Schaub und dann ist es Grazai, der den frühen Rückstand für sein Team verhindert. Schaub, einer von insgesamt 4 Neuen in der Rapid-Startformation. Dazu auch Schwab, Babilic und Torhüter Jan Novota. Wenige Augenblicke später, dieser herrliche Pass von Schwab, Kainz auf dem Weg zum Ball, das Foul von Ehrenreich. Und was macht Schiedsrichter Dieter Muckenhammer? Entscheidet nicht nur auf Freistoß für Rapid, sondern auch auf Rot. Torraub, eine Fehlentscheidung, das zeigen diese Bilder deutlich. Kainz geht zwar zum Ball, aber da sind sowohl Ehrenreich, Grazer als auch noch Madl. Also keineswegs eine klare Torchance, die hier vereitelt wird. Kainz hat auch den Ball bei weitem noch nicht unter Kontrolle. Viel zu hart, viel zu falsch, diese Entscheidung von Muckenhammer. Danach regiert hier vor allem Frust bei Sturm. Offenbacher, Edom Wonschi gegen Schwab. Beide Aktionen ohne Sanktion für die Spieler. Der Schiedsrichter in dieser Phase schwer überfordert. Danach Rapid mit weiteren Möglichkeiten. Hofmann, herrliches Zuspiel. Auf Schaub, der sieht nicht Kainz, sondern nur den Ball. Scheitert an Grazai. Beric scheitert an Grazai. Dann liegt Hofmann im Strafraum und diesmal Muckenhammer mit der richtigen Entscheidung. Unsportlichkeit vom Rapid-Kapitän, eine Schwalbe, gelbe Karte. Aber die Großchance für Schaub, nicht seine einzige an diesem Abend. Das große Problem des jungen Spielers, die Torchancen zu verwerten. Und die Zeitlupen zeigen, dass Hofmann hier deutlich den Elfmeter sucht. Kein Foul vom Pisi. Danach beruhigt sich ein wenig die Emotion, aber Rapid natürlich tonangebend mit dem starken Schrammel. Wieder Schaub, diesmal per Kopf. Gut angesetzt, aber im Abschluss glücklos. Luis Schaub, der 20-Jährige. Wäre Grazer wohl nicht mehr an den Ball gekommen. Sturm bemüht, aber insgesamt harmlos. Die einzige gefährliche Aktion, 39. Minute, Offenbacher und Novota. Kann sich auszeichnen. Bei den Grazern ja Schmerbeck statt Grube in der Startformation gewesen und außerdem Stankovic nicht mit dabei, sondern Piesinger. Aber wie gesagt, aufgrund des frühen Ausschlusses von Ehrenreich, Schick spielte dann in der Viererkette hinten. Sturm in der Offensive nicht vorhanden, bis auf diese Aktion. Und dann die Nachspielzeit. Eine Minute angezeigt. Das Spiel läuft dann schon in der 47. Minute. Hofmann und dann Schaub mit dem Kopfball. Schwab war das. Das war noch in Minute 44. Eine ganz gefährliche Aktion nach Flanke von Babilic. Schwab per Kopf, sonst eigentlich ganz stark. Diesmal etwas ungenau. Und dann die Nachspielzeit. Da ist Schaub frei. Der Ball kommt zu Schrammel, dann zu Beric. Und das ist die Führung 1:0 in der 47. Minute für Rapid. Zu einem Zeitpunkt, als eigentlich alle schon mit dem 0:0 Pausenpfiff gerechnet haben. Keine Abseitsposition. Schick verfehlt da. Schaub, gute Ballannahme. Der Ball in den Rückraum nicht so genau. Pech von Madl und dann das Zuspiel von Schrammel. Kein Abseits. Spendlofer und Grazai näher zur Torlinie als Robert Beric. Und der Sturmschreck macht Saisontor Nummer 16 1:0. Martin Ehrenreich enttäuscht sitzt er während der zweiten Spielhälfte im Stadion Innenraum und beobachtet das Spielgeschehen. Das Spiel bei weitem dann nicht mehr so dramatisch, so schnell. Im Gegenteil, wenig Höhepunkte. Einer davon dieser Schuss von Luis Schaub, dem ganz einfach nicht und nicht ein Tor gelingen will. Da waren schon 64 Minuten gespielt. Insgesamt dann wenig Höhepunkte. Sturm nicht in der Lage, etwas Gefährliches zu zeigen. Rapid im Großen und Ganzen sehr kontrolliert und im Abschluss allerdings wie hier durch Petzos ungefährlich. Am Ende riskiert Franco Foda, bringt Kienast für Edom Wonschi und auch Afdiay für Offenbacher. Und da haben wir den 18-jährigen Deutschen, die Leihgabe von Schalke 04, dreht sich da um Pavelic, aber dann zu eigensinnig vergibt er die Möglichkeit in der Schlussminute. Die letzte Aktion gehört wieder einmal Robert Beric. Da ist das Spiel schon unterbrochen und dann schießt er den Ball noch weg. Und deshalb gibt es von Schiedsrichter Muckenhammer gelb wegen Unsportlichkeit. Es ist eine gelbe mit Folgen, seine fünfte, und damit fällt er zum dritten Mal in Folge in einem Spiel gegen Altach. Das wird ihm aber heute im Moment egal sein. Beric
ist der Matchwinner. Rapid gewinnt am Ende natürlich verdient mit 1:0, war aber 87 Minuten in Überzahl gegen den SK Sturm, bei dem also der Saisonauftakt im Frühjahr absolut nicht gelungen ist.